Oh, mein Lieben, am 23. Juni startet der neue Film rund um den größten Rocksänger aller Zeiten, Elvis Presley. Aus diesem Anlass habe ich mit meinem guten alten Kumpel Michael Wern eingeladen. Grüß dich, mein lieber Michael. Hallo Olli, hallo da draußen. Ich sitze hier mit Olli im Paradies und bin sehr glücklich darüber und wir erzählen heute ein bisschen was über Elvis. So ist das. Wir haben uns ja schon mal vor einem halben Jahr über den Film unterhalten. Da hatten wir allerdings nur den Trailer, über den wir reden konnten. Nun haben wir eine relativ lange Kritik, die über 11 Minuten geht, von Robert Hoffmann. Das ist einer der bekanntesten Kinokritiker auf YouTube. Und wir machen ein, wie man heute sagt, Reaktionsvideo. Wir schauen uns das an und reagieren drauf. Exakt. Da würde ich sagen, legen wir los. Hau rein. Ende Juni erwartet uns ein Biopic über einen der bekanntesten und erfolgreichsten Musiker aller Zeiten in den deutschen Kinos, der leider aber nur 42 Jahre alt wurde. Und damit geht es hier jetzt um Elvis. Colonel Tom Parker bezeichnet sich selbst als Snowman. Als was hat Parker sich bezeichnet? Als Snowman, Schneemann. Und es gab diesen feststehenden Begriff, make a snow job, wenn Parker wieder mal einen geilen Deal abgeschlossen hat. Und Parker hat eine Vereinigung gegründet, die Snowman's League. Das war eine Verarschung auf Showman's League. Es gab diese Vereinigung von Schaustellern, Showman's League. Und Parker hat diese Snowman's League und da konnte man Mitglied werden. Und der Witz war, die Mitgliedschaft war umsonst. Aber wenn man ausstieg, kostete es ganz viel Geld. Okay. Das ist genau das Prinzip. Das war eine Verarschung. Das zeigte seinen genialen Humor, den er hatte. Und es gab ein Buch, wo die Regeln für diese Vereinigung drin standen. Das hat Parker jedem in die Hand gedrückt. Und es war komplett, bestand nur aus leeren Seiten. Das okay. Ding war also eine volle Verarschung. Aber jeder wollte da drin sein, weil das war so dermaßen innen. Das war einfach cool dabei. Es hatte überhaupt keinen Grund. Nur, dass er war der Chef und es passierte gar nichts. Aber man konnte nicht mehr austreten, ohne irgendwie $1,000 oder sowas zu zahlen. Mhm. Oder 500, ich weiß den Preis nicht mehr. Okay. Wenn es um Finanzen geht, hat der Rummelmanager ein sehr gutes Gespür dafür, wie man eine Attraktion so platziert, dass sie Geld einbringt. Und wann immer es ihm gelingt, lässt er das Geld auch vom Himmel schneien. Alles ändert sich jedoch, als er auf eine Attraktion trifft, die die Welt verändern kann. In dem jungen Elvis Presley und vor allem die Wirkung, die sein skandalöser Hüftschwung auf das weibliche Publikum hat, erkennt er sofort das Potenzial und wird aus ihm eine Marke machen, die weltweit wirklich jeder kennen wird. Doch mit dem Ruhm und Geld kommen auch die Gier nach Macht und Schutz des Einflusses. Und während Elvis immer berühmter wird, so wie politischer denkt, ja, ne? Elvis denkt immer politischer, ja. Sagen wir es mal so, das, was Elvis politisch wirklich gedacht hat, das würde heute keiner mehr äußern wollen. Das wäre rechts. Also Elvis war sehr patriotisch, er war waffennah, er war gegen Kommunisten und hat das auch intern immer wieder zum Ausdruck gebracht. Und Elvis wurde nicht in dem Sinne politisch. Er wurde so 68, als das so in war, wollte halt auch mal was Sozialkritisches singen. Da hat er halt zwei Lieder gemacht, If I Can Dream und In the Ghetto. Ja, und war dann in Vegas vor lauter reichen Leuten, die dann ihr Süppchen löffelten und sangen dann für die In the Ghetto über einen armen Jungen in Chicago. Und die klatschten dann brav. Ja, schön. Sozialkritisch ist was anderes. Aber es geht natürlich um diese Geschichte, wie er 68 bei diesem sogenannten Comeback-Special, das ja erst retrospektiv so genannt wurde, dieses If I Can Dream einbaute. Das war ja, nachdem Martin Luther King in Memphis ermordet wurde. Das hat Elvis tatsächlich sehr berührt, dass sowas vor seiner Tür passieren konnte. Und If I Can Dream ist eine Anspielung auf dieses I Have a Dream. Aber letztendlich werden in diesem Lied nur Allgemeinplätze abgearbeitet. Da ist ja nichts drin, was nicht sowohl ein Konservativer als auch ein Liberaler, also nach amerikanischer Definition, unterschreiben würde. Ja? Und eine bessere Welt, die will ja jeder. Da ist also nichts, was irgendwie auch nur einem wehtut drin. Und dann darf man nicht vergessen, Elvis hat das Lied nie wieder gesungen. Wenn es ihm so wichtig war, hätte das ja nachher auch in jedem Konzert nochmal einbauen können. It never happened. Also Elvis wurde nicht politisch. Das ist absoluter Quatsch. Und Colonel Parker hat bloß gesagt, wenn du dich politisch äußerst, und das hat er eben schon in den 50ern gesagt, da war eine Präsidentschaftswahl und hat da Elvis davon abgeraten, sich zu äußern. USA ist ja quasi fast 50-50. Ja? Mhm. Demokraten, Republikaner ist ja immer sehr knapp in der Sache. Und er hat gesagt, pass mal auf, wenn du dich für einen äußerst, dann stößt du 50% deiner Fans vor den Kopf. Halt einfach die Klappe
wenn du meinst, dass du wählen gehen musst, mach es, aber trollst es nicht in die Welt hinaus. Das muss nicht sein. Mhm. Ja, und es ist eine sehr schlaue Entscheidung gewesen. Ja? Ich habe ein zeitgenössisches Buch von 1978 gelesen, wo das tatsächlich als eine sehr gute Entscheidung genannt wurde. Dass Elvis sich nie positioniert hat nach außen und immer ruhig geblieben ist. Und so hat, als er starb, hatte er keine Hater. Also alle Lager, wo sich ja viele Künstler vorher politisch positioniert haben, alle Lager haben ihn betrauert. Es gab keinen, der sagte, ja, das war so einer oder so einer. Man wusste es nie genau. Kam erst später raus, wie er wirklich gedacht hat, nachdem geplaudert wurde. Aber er hat es halt nicht öffentlich gemacht. Und das war schlau. Und man kann sagen, wenn man Elvis so dargestellt hätte, politisch oder so leicht politisch, wie er wirklich war, dann hätte es diesen Film gar nicht gegeben. Heute nicht mehr. Unter Trump vielleicht. Also Elvis hätte Trump gewählt, also kein Zweifel. Klammern sich die gierigen Clown des Colonels um den Star, um auch wirklich jeden Cent mit noch so absurden Ideen aus ihm herauszupressen. Die gierigen Clown des Colonels. Warum nimmt Elvis sich einen Manager, der aus ihm jeden Cent rauspressen kann? Also Gier ist ja nichts Schlimmes. Am freien Markt heißt Gier ja nur, dass du Geld verdienst, indem du möglichst vielen Menschen irgendwas gibst, was die freiwillig bezahlen. Da kannst du ja so gierig sein, wie du willst, du wirst nur reich, wenn du sie bedienst. Und das hat Elvis gemacht. Und Elvis hatte nichts dagegen, auch das Geld zu kriegen. Ja? Ich meine, die gehörten beide zusammen. Elvis hat sich bewusst einen Manager gesucht, der möglichst viel... Elvis hat immer davon geträumt, reich zu sein, aus dieser Armut rauszukommen, in der er geboren wurde, die er erlebt hat. Er wollte nach oben. Was ist daran schlimm? Ist doch nicht gierig. Gierig ist der Staat, der dir dann nur die Hälfte von der Kohle wieder wegpresst über Steuern. Deine eigene. Aber Elvis hat immer nur davon gelebt, dass Leute ihm freiwillig was bezahlt haben. Für Auftritte, für Platten, für Filme. Und da hat der Colonel halt das meiste rausgeholt. Das war sein Job. Das ist der Job eines jeden Künstlermanagers. Künstler sind ja oft ein bisschen verträumt und denken mehr an irgendwas. Hallihallo, Kunst, Spaß, nette Mädels, Kreativität, was auch immer. Und der Manager hat den Job, aus dem Output des Künstlers das meiste rauszuholen. Dafür engagieren die den, dafür zahlen die dem die Provision. Für nichts anderes. Das ist nicht gierig. Also wenn das gierig ist, dann hat Elvis Parker für seine Gier, in Anführungszeichen, engagiert. Das kann man doch dem nicht vorwerfen. Elvis hat das Geld doch genommen, hat es doch gewollt. Und hat auch viel Gutes damit getan, darf man ja nicht vergessen. Hat ja auch vielen Menschen was geholfen damit, vielen Leuten gespendet. Also wo ist das Problem? Das war Umverteilung auf freiwillig. Ja? Elvis geht 159 Minuten, hat aktuell noch keine Altersfreigabe, aber vielleicht gibt es ein FSK 6, so waren zumindest die Trailer eingestuft, oder es geht Richtung FSK 12 und startet ab dem 23. Juni 2022 in den deutschen Kinos. Ist ein musikalisches Biopic, was teilweise visuell so überfrachtet ist und dann wieder so gut aussieht, dass man das Gefühl hat, hier muss schon ein ordentliches Budget zugrunde gelegen haben. Und bei musikalischen Biopics war das nicht immer der Fall, weil die nicht unbedingt erfolgreiche Filme sind, manchmal Richtung Oscar-Saison zwar hier und da eine Nominierung bekommen oder auch einen Preis bekommen konnten, aber große Budgets, das ist vielleicht erst wieder möglich, nachdem ein Rocketman nicht unbedingt erfolglos war und vor allem Bohemian Rhapsody begeistert die Fans in ihren Bann zog und damit solche Filme auch rentabel wären. Deswegen hat Warner Brothers vielleicht gesagt, lasst uns doch mal Baz Luhrmann diese Kohle geben, weil damit war schon mal klar, dass das visuell zumindest etwas wird, was, ich sag mal, spezieller daherkommt. Elvis fängt an mit super vielen Splitscreens, Fahrten, Schnitten, überladender Musik, jeder Menge Energie und Kraft und diese Geschichte dieses Colonels, wo man schon sehr früh merkt, der zum Ende seines Lebens hin zurückerzählen möchte, wie er Elvis erschaffen hat. Also er hat Elvis erschaffen? Nein. Elvis hat sich selbst erschaffen. Und das kann man ihm nicht absprechen. Parker hat ihm ja künstlerisch niemals reingeredet. Er hat ihn machen lassen und Parker hat Elvis vermarktet. Ja, aber nicht erschaffen. Er hat natürlich Einfluss darauf genommen, dass in den 60ern hauptsächlich Filme gedreht wurden, weil das einfach das Rentabelste war. Aber Elvis hätte auch Nein sagen können. Er hätte Parker überhaupt nichts gegen machen können. Hat er aber nicht. Am Ende dann hat es sich wieder gedreht und hat wieder Platten aufgenommen, ist wieder live auf Tour gegangen. Aber solange das lief, war das in Ordnung. Aber er hat Elvis nicht erschaffen. Er hat Elvis auch nie gesagt, was für Lieder er aufnehmen soll. Elvis hat sich die immer selbst ausgesucht und ein einziges Mal nur, in der gesamten Karriere von 22 Jahren, hat Parker ihn gebeten, ein Lied aufzunehmen. Das war Are You Lonesome Tonight. Nummer 1 Hit. Wollen wir den missen? Aber er, der Robert Hoffmann, behauptet ja nicht, dass der Colonel ihn erschaffen hat, sondern dass der Colonel sagt. Ja, hat er nie gesagt. Es gibt nicht viele Interviews mit Colonel Parker, aber es gibt eins,
wo er ganz klar auf genau diesen Punkt angesprochen wird und genau das gesagt hat, was ich gerade wiederholt habe. Niemand musste Elvis sagen, was er aufzunehmen hatte. Er war Künstler und wusste, was er zu tun hat. So hat Barker das ausgedrückt und erzählte dann auch von diesem I Don't Want Tonight. Das Video findet sich noch auf YouTube. Kannst du noch einschneiden oder so. Mm-hmm. It is generally conceded, Colonel Parker, and to those who don't know it, let's tell them right now that Elvis's success was part Elvis, part Colonel Parker. Which part was yours? Because that was the less visible part. I think mine was the least part. But explain it to me. What was it? What did you do for him to help bring him to the public's attention? I did all the promotion, the outdoor advertising, and he did the show on the stage, and the fans made it possible. You could promote all you want to, but if the people don't want to buy a ticket, it doesn't help. So I did my part, Elvis did his show, and we were lucky. Great talent. We had a great show and a lot of fun. Da steckt schon mal auf jeden Fall jede Menge menschlicher Abgrund drin und so viel an unterschiedlichen Farbpaletten, Eindrücken, dass das Ganze wie eine fette Party startet. Und auch in den ersten Konzerten, die man erlebt und vor allem wie die Frauen völliger Ekstase über Elvis the Pelvis, so hieß ja eine Zeit lang, also Elvis das Becken mit seinem Hüftschwung dafür sorgte, dass irgendwann Unterwäsche auf die Bühne flog und die Sittenwächter letztendlich auf den Plan gerufen hat. Das hat der Colonel insofern nicht erkannt, als dass zum Zeitpunkt, wo er und Elvis zusammenkamen, das noch nicht so extrem war. Das war noch in einem sehr gesitteten Rahmen. Und Colonel hat durchaus erkannt, was für ein Talent in dem Mann steckte. Aber man darf nicht vergessen, dass andersherum Elvis auch erkannt hat, welches Potenzial im Colonel steckte. Elvis ist auf den Colonel auch zugegangen. Also das war nicht so, dass der Colonel den sah und den nehme ich jetzt. Elvis wollte von Parker gesehen worden werden. Das ist in Guralniks Biografie, die für mich die beste und best recherchierte ist, ganz eindeutig beschrieben, dass Elvis alles gemacht hat, dass dieser Mann auf ihn aufmerksam wurde. Elvis sah einfach, wie erfolgreich Parker war. Er hat Eddie Arnold groß gemacht, Hank Snow groß gemacht. Das war Tommy Sands. Ja, unter Parkers Zeit hatten die ihre besten Zeiten. Parker hat die großen Tourneen damals veranstaltet und organisiert, die liefen und hat Elvis damit reingenommen. Und Elvis wollte dabei sein, ja? Hat einfach gesehen, was dieser Mann bewirken konnte. Dieser Mann hatte Kontakte zu Major Labels, zu großen Plattenfirmen. Wenn der einen Star dort vorschlug, also einen hoffnungsvollen Star, dann hat man auf ihn gehört. Elvis war bei einem kleinen Label in Memphis und hat da ein paar Platten verkauft, lokal. Ja? Aber das war es doch nicht. Elvis hat jemanden gesucht, der ihn darüber hinaus groß machen konnte. Elvis hatte vor Colonel Parker zwei Manager. Scotty Moore erst, den Gitarristen, und dann Bob Neal, der sich wirklich reingehängt hat. Aber letztendlich, alles, was sie erreicht haben, war, dass Elvis für Butterbrot an jeder Milchkanne spielte. Der war viel unterwegs, aber es reichte hinten und vorne nicht. Ne? Das hat einen guten Grund, weil die einfach die Connections nicht hatten und nicht wussten, wie es geht. Man darf das nicht vergessen. Darauf kommt es letztendlich an. Und Parker hatte das und Elvis sah das und wollte von diesem Mann gesehen und entdeckt werden. Ja, es hieß ja immer, selbst Parker hat das in dem Interview, was ich eben ansprach, gesagt. Elvis hatte so viel Talent, jeder hätte ihn groß machen können. Das spricht ja für Parker, dass er ganz bescheiden seine Rolle runterspielt. Aber es stimmt ja nicht. Es hat ihn nicht jeder groß machen können. Zwei haben es ja vor ihm versucht und es nicht geschafft. Parker hat es geschafft. Und ich will aber Elvis damit nicht sein Talent absprechen. Das hat er ja gehabt. Nur du brauchst halt auch einen, der Lautsprecher ist und das entsprechend vermarkten kann. Das kannst du, ich glaube, in New York laufen so viele talentierte Musiker auf der Straße rum und keiner hört die. Und andere, die nichts können, haben einen tollen Manager und bringen es zur Weltruhm. Bei Elvis und Parker passte halt beides. Ja, ein genialer Musiker und ein genialer Manager. Deswegen auch ist es die größte Karriere aller Zeiten geworden. Weil beide einen tollen Job gemacht haben. Ist es erst einmal dieser Weg, in dem der Colonel erkennt, hier ist jemand. Das führt aber dazu, dass man unter anderem die ganze Zeit so viele Eindrücke sammelt, teilweise klasse Konzertaufnahmen und dann wieder völlig wirre Schnitte, dass Elvis selbst so gar nicht zu Wort kommt, die erste halbe Stunde. Und damit meine ich, er sagt nicht mal ein oder zwei Sätze am Stück. Das war jetzt auch dieser Moment, ich meine, und zwar glaube ich beiden schon auch vor dieser Kritik klar, dass wir diesen Film nicht feiern werden, wenn wir ihn sehen. Ja gut, und man muss ja Elvis nicht unbedingt zu Wort kommen lassen in einem Film, der aus der Sicht des Managers spielt, wie ja immer gesagt wird. Ja. Gut, also und Elvis war ja auch nicht derjenige, der mit großen Botschaften an die Welt herangetreten ist. Seine Botschaft war seine Musik, die wurde verstanden
und gefeiert. Elvis hat sich ja nicht auf die Bühne gestellt und den Leuten die Welt erklärt. Das hat er immer schön sein lassen. Das hat er ganz späten Jahren mal in so einzelnen Monologen unter Einfluss von Substanzen mal in Las Vegas gemacht. Aber grundsätzlich hat er es nicht getan. Ja, aber wenn ich jetzt ein junger Mensch bin und dieser Film scheint ja für junge Menschen gemacht zu sein, deswegen auch diese vielen Schnitte und Collagen und so weiter und so fort, dann möchte ich doch auch ein bisschen was über den Künstler erfahren. Und das ist ja jetzt nicht das erste Biopic, das rausgekommen ist. Die Leute sind eben es eben nicht gewohnt, dass die erste halbe Stunde... Also gut, du denkst jetzt zum Beispiel an Bohemian Rhapsody, wo du sehr viel auch in die Seele von Freddie reingeguckt hast. Du denkst an Rocketman, wo Elton John ja selbst noch zu beigesteuert hat, wo das ja auch der Fall ist. Du siehst die inneren Konflikte und bei Elvis kommt jetzt plötzlich so eine Ware. Ne? Der Typ kommt also als Ware daher und wird von seinem Manager dargestellt und du weißt gar nicht, was hält er eigentlich selbst davon. Ja? Du meinst, das könnte zu kurz kommen. Es kommt noch etwas anderes hinzu. Wir beide sind ja, um es mal freundlich auszudrücken, keine Fans von dem Elvis-Darsteller. Ja, ich kann es nur aufgrund des Trailers sagen. Ja, aber meine Meinung wird differenzierter sein, wenn ich den Film gesehen habe. Ja, du kennst ja. Aber Elvis darstellen ist eh Quatsch. Elvis war Elvis. Du kannst Charisma nicht kopieren, du kannst es auch nicht schauspielern. Und dann ist diese unverwechselbare Stimme und diese Präsenz, die der Mann hatte. Man sagt ja, wenn der in den Raum reinkam, war der Raum voll, nur weil er drin war. Wie willst du das schauspielerisch darstellen? Ne? Ja, wir haben doch beim letzten Mal schon gesagt, das ist ein bisschen, zu unmännlich, zu androgyn, hat nichts mit dem Elvis zu tun. Und da rede ich jetzt gar nicht davon, dass er nun genauso aussehen muss, aber eine gewisse Männlichkeit. Ich meine, Elvis... Er hat sich geschminkt, er hat sich die Haare gefärbt, aber war doch trotzdem immer ein richtiger Mann. Ja, ja, klar. Und davon kann doch bei diesem Darsteller überhaupt keine Trailer Rede sieht sein. Sieht es ein bisschen... Wie soll es im Film anders aussehen? Ja. Deswegen habe ich überhaupt kein Interesse daran, mir eine halbe Stunde irgendwelche, was weiß ich, Collagen, Schnitte, Auftritte anzuschauen von einem Schauspieler, den ich irgendwie ablehne. Also was ich eigentlich sagen will ist, ich hatte vorher schon keinen Bock auf den Film, aber als ich das gehört habe, jetzt speziell das, halbe Stunde nur gedönst. Was mir Angst gemacht hat, ist der Bericht über Tom Hanks, der nachdem der Film abgedreht war, mit Priscilla essen war und bei dem Gespräch mit Priscilla erfahren hat, dass Parker eigentlich ein guter Typ war und einen tollen Job gemacht hat. Das heißt, wenn der Mann das vorher nicht wusste, wie wird er denn wohl dargestellt haben? Ja. Ja, dem wurde es im Nachhinein klar gemacht, dass Parker eigentlich kein Verbrecher war, sondern der mag seine schuldigen Seiten gehabt haben. Und die hat Elvis auch gehabt, jeder Mensch hat die. Aber eigentlich eine gute Nummer gewesen ist. Ne? Und dann habe ich ein bisschen Angst davor. Und machen wir uns nichts vor, der Film basiert ja auf einem Buch. Das Buch habe ich mir besorgt, habe es gelesen. Und da sind so viele falsche Fakten drin. Nennt sich aber top recherchiert und da sage ich mir, nee, jeder Elvis-Fan zerlegt das sofort. Da stimmen einfach Daten nicht, Albentitel nicht und Sachen. Und da ist so viel Quatsch drin und auch so viel von wegen, ja, Parker hat gedacht das. Wenn ich recherchiere und die Gedanken eines Menschen aufschreibe, wie will ich das denn recherchieren, wenn er schon seit 1997 tot ist? Mich ins Gehirn einloggen, posthum? Das ist doch einfach nur Vermutung des Autors, die er dann als Recherche darstellen. Zum Beispiel, ganz witzig, diese berühmte Geschichte, die auch schon zweimal verfilmt wurde, dass Elvis da zu Nixon gefahren ist und einfach ins Weiße Haus marschiert ist quasi. Tolle Geschichte an sich, ist eigentlich fast eine eigene Video wert. Da schreibt der Autor, das habe Elvis nur gemacht, um Nixon um Hilfe zu bitten, um Colonel Parker loszuwerden. Autsch! Ja, es gibt einen mehrseitigen handgeschriebenen Brief, den Elvis an Nixon geschrieben hat, aus dem Flugzeug heraus. Und da ging es um alles, aber ganz sicher nicht darum, wie werde ich Colonel Parker los. Und auch in dem Gespräch, was ja nur sehr klar protokolliert wurde, du sprichst mit dem US-Präsidenten ja nicht eine Sekunde, ohne dass es einer mitkriegt, kein Wort darüber, dass er Parker los. Er wollte dieses verdammte Abzeichen haben, den zum Drogenfahren da machte. Ja, aber der wollte nicht Parker loswerden. So ein Bullshit. Ja, also, also so im Wahn war noch nicht mal Elvis. Und wenn er Parker hätte loswerden wollen, dann
doch nicht, indem er den US-Präsidenten fragt. Das ist so absurd. Und das habe ich auch noch sonst noch nirgendwo, ich habe ja schon viele absurde Sachen gehört, aber das habe ich noch nirgendwo so gesehen und gehört. Und es gibt keinen einzigen Hinweis dafür. Wenn man jetzt sagen könnte, es gibt verschiedene Unsicherheiten, aber warum der da hingefahren ist, das ist so gut dokumentiert.